So, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe nochmal Kamigawa Neon Dynasty Set Booster. Jawohl, gucken wir uns das Set Booster an. Ich mag ja die Set Booster sehr von dem Set und ich mag das Set sehr und ich bin sehr belesen, was das Set angeht. Ich habe richtig Bock auf das Set und wir haben Foil Mountain, das ist schon mal nice. Sunblade Samurai, 5 Mana, 4-4, Wachsamkeit. Wir können den Channel, also für 2 Mana aus der Hand abwerfen, der Deck am Standardland Ebene durchsuchen, sie vorzeigen auf die Hand nehmen und 2 Leben bekommen. Ja, okay. Kann man machen. Master's Rebuke. 2 Mana Instant. Eine Kreatur fügt einer anderen Kreatur oder einem Planeswalker, dem er nicht kontrolliert, Schadenspunkte in Höhe der Stärke zu. Okay, nett. Yukai Preservers. 4 Mana 3-3. Wenn er ins Spiel kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Und wir können das Ding channeln für 3 Mana und abwerfen und können eine +1/+1 Marke auf 2 Kreaturen, also bis zu 2 Kreaturen legen. Okay. Yukai Trainee, also wir haben hier auf jeden Fall Trainee und Yukai. 2 Mana 2/2, wenn er blockt oder geblockt wird, kriegen wir +1/+1 zumindest so ist. Das hieß mal Bushido. Danke dafür, Spiel. Favor of Yukai, wir haben übrigens Yukai. 4 Mana, wir enchanten ein Artefakt oder eine Kreatur. Solange die enchantete Permanente eine Kreatur ist, kriegt der +3/+3 in Reach. Ja, ist halt für Autos, Vehicles und so weiter ganz nett. Und wir können das Ding für 2 Mana abwerfen und eine Kreatur +2/+2 in Reach zu geben. Channel, was sehr stark ist, weil es nicht gekontert werden kann. Ein Containment Construct, geil. 2 Mana 2/1, damals gab es ein Deck da drum. Und immer wenn eine Karte discardet, kann man diese Karte exilen und statt in den Friedhof zu legen. Und wenn wir das tun, kann man diese Runde casten. Sehr cool. Thirst of Knowledge, auch sehr schön. 3 Mana Instant, wir ziehen 3 Karten, danach werfen wir 2 Karten ab. Es sei denn, wir werfen Artefakt ab. Da haben wir lange auf den Reprint gewartet. Life of Toshibara Umezawa. 2 Mana Saga. Für Saga 1 und Saga 2 haben wir eine Umezawa-basierte, also eine Kreatur kriegt +2/+2, eine Kreatur kriegt -1/-1 oder wir kriegen 2 Leben. Und danach können wir das Ding exilen und wieder reinbringen. Dann ist es ein 2-3er, der hat Tappen, zahlen Leben, kriegt einen schwarzen Mana, können wir nur für Instant Sorceries benutzen. Ist nicht der Wahnsinn, ist aber ganz okay. Dann haben wir einen Ruthless Technomancer. 4 Mana 2/4, Human Wizard. Wenn der ins Spiel kommt, kann man eine beliebige Anzahl an Kreaturen opfern. Wenn man das tut, kreiert man so viele Treasure Tokens wie Kreaturen. Okay, ne, wir können eine Kreatur opfern. Und wir kreieren so viele Treasure Tokens wie die Kreatur Stärke hatte. Für 3 Mana sacrificen wir ein Artefakt und bringen eine Kreatur, X-Artefakt und bringen eine Kreatur mit X Power. Das ist nicht schlecht. Ah, ist aus dem Commander-Deck. Ich war gerade verwirrt. Ist nicht schlecht. Dann haben wir Reckoner Bankbuster. 2 Mana 4/4 Vehicle. Wenn das Spiel kommt, kommen 3 Charge-Counter drauf. 2 Mana tappen, wir removen einen Charge-Counter von dem Ding und ziehen eine Karte. Wenn da keine Charge-Counter drauf sind, dann kreieren wir einen Treasure-Token und kriegen einen 1-1 Piloten, der sagt, der kann wird 2 mehr Power crewen. Was Nettes. Das ist hübsch. Prodigy Prototype, 3 Mana 3/4 mit Crew 2 und immer wenn ein oder mehr Weg, also Auto, die man kontrolliert, angreifen, kreieren wir 1-1 Piloten mit diesem, können bis zu 2 größer. Okay, nett. Und wir haben die Nummer 4. Alles klar, soviel zu dem Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Abwechsel. Ciao, ciao.